Nur zu Ali a.s. Beides musst du ausgeben. Dein Selbst, mit deinem Selbst sollst du kämpfen, wie in Khaybar und Uhud und Hunayn und hier und Khandaq und so weiter. Und mit deinem Geld. Mit deinem Vermögen. Das sind die Rechtschaffenden. Das sind die Rechtschaffenden. Wo ihr geglaubt haben, ne, fürchtet Gott und sei mit den Rechtschaffenden. Sei mit Ali salam. Sei nicht mit denjenigen, die Zweifel hegen. Ganz einfach. Weil die hören nicht zu den Gläubigen. Das sind Übertragungen. Also wir schimpfen niemanden. Wir wollen niemanden beleidigen. Wir wollen nicht sagen, dass Oman nicht gläubig ist. Aber wenn ich neutral die Sunna und Koran nehme, die beiden Quellen, durch Überzeugungen von Omar, durch Erklärungen von Omar selbst, sagen, dass Omar gezweifelt hat. Also er hegt die Zweifel. Die Frage, die sich auch stellt, ob Omar wirklich, nachdem er in Zweifel geraten ist, damals Muhammad gegenüber, sallallahu alaihi wasallam, und Allah gegenüber. Weil Allah Muhammad hat gesagt, Gott hat mir das gesagt. Und ich bin Gottes Gesandter. Hätte er nicht gesagt, okay, alles klar. Er geht zu Abu Bakr und sagt, ist der wirklich Gottes Gesandter? Die gleichen Fragen wiederholt er das. Nochmal bei Abu Bakr. Nee, der Bestätigung. Die Geschichte nachvollziehen, die Geschichte weiter nachfolgen, dann stellen wir fest, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam zornig auf Omar war. Und Omar bestätigt das auch. Selber erzählt Omar, und zwar in Sahih al-Bukhari. Sagt Omar in Sahih al-Bukhari, Band 5, Seite 66. Natürlich die Überlieferungskette brauche ich nicht erwähnen, weil das in Sahih al-Bukhari ist. Für sie ist das ausschlaggebend, alles was in Sahih al-Bukhari ist. An Abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasir fi ba'di asfarihi. Also da erzählt nicht Omar, sondern Zayd ibn Aslam über seinen Vater. Sagt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war eines Tages unterwegs und war Omar yasiru ma'ahu laylan. Und Omar war in seiner Begleitung nachts von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ging und ging mit ihm Omar. فسأله عمر عمر hat ihn gefragt, hat er Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, عن شيء فلم يجب, über etwas hat ihn nicht geantwortet. ثم سأله فلم يجب, dann hat er ihn nochmal gefragt und hat er nicht geantwortet. ثم سأله فلم يجب, hat ihn das dritte Mal gefragt und hat er nicht geantwortet. Das war nach dieser Sulh al-Hudaybiyah, nach dieses Geschehens, wo er in Zweifel geraten ist. وقال عمر بن الخطاب ثكلتك أمك, wie dir, O Omar, sagte Omar selber, wie dir, O Omar, نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وكل مرة لا يجيبك. Dreimal fragst du ihn und dreimal, jedes Mal antwortet er nicht. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين. Das heißt, ich habe mein Ba'ir, mein Kamel genommen und bin ich vor den Muslimen gegangen. وخشيت, er ist weggelaufen. وخشيت أي ينزل في القرآن في القرآن. Das heißt, habe ich gefürchtet, dass in mir irgendwas im Koran kommt. Verstehst du, was das ist? Das heißt, du machst irgendwas Schlimmes und du fürchtest, dass jemand dich gesehen hat. Hier hat er das nicht gefürchtet, aber er hat gefürchtet, dass Gott ihn in den Koran erwischt. Sagt er selber, Khashitu ayyanzila fiya Koran. Ne? Vielleicht kommt in mir irgendein Koranvers. فما نشبت إن سمعت صارخا يصرخ بي. Kaum lief die Zeit, hörte ich jemanden, der mich ruft. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن. Sagte er, ich habe gefürchtet, dass in mir irgendwelchen Vers gekommen ist. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ich bin zu Muhammad صلى الله عليه وسلم. فسلمت, habe ich ihn gegrüßt. فقال, er hat ihn gegrüßt. Ich zieht nicht, dass er ihn zurückgegrüßt hat.
Dann sagte er, sagt, habe ich gegrüßt. Und dann sagte ich, laqad, sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Umar, hat geantwortet mit einem Bericht. Er hat nicht zu alaikum salam gesagt. Er sagte, wasallam, faqad, habe ich gegrüßt und er sagte zu mir. Ne? Umar hat gegrüßt und Muhammad antwortet, aber was? Unzilat alayya al-layla sura. Ich habe heute eine Sure gekriegt, diese Nacht. Ist mir viel lieber als das, worauf die Sonne erscheint. Summa qara'a. Dann las er vor ihm vor. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Das heißt, was Umar gezweifelt hat, und was Allah Muhammad s.a.w. versprochen hat, hat sich in dieser Nacht realisiert, indem Allah subhanahu wa ta'ala ihm die Offenbarung gegeben hat in die Surat al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubin. So, inna fatahna laka fatham mubin, das heißt, wie folgt, ich werde das genauso übertragen, wie das übersetzt ist, wieder in Surat al-Tawbah, Surat al-Fath, Entschuldigung, wir haben dir einen eindeutigen Sieg gewährt. Wir haben dir einen eindeutigen Sieg gewährt. Das heißt, das, was er gezweifelt hat, dass Rasulullah s.a.w. gewinnen wird, ne? Das, was ihn dazu gebracht hat, in Zweifel zu geraten, kommt die Bestätigung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sieg schon gewährt hat. Als Antwort für Umar, nachdem er ihn gegrüßt hat. Den zweitberühmtesten Vers, was die mit uns ansprechen, womit sie mit uns ansprechen und damit sie uns damit auch hier überzeugen, dass das hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Freunden oder mit den Sahaba zufrieden war, ist in Surat al-Hashr, Vers 8, sagt, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Und noch ein Vers in Surat al-Fatih, Vers 10, kommen wir dazu inshallah, aber erklären wir das erstmal auf Deutsch, was es heißt. Also das geht um die Beute natürlich. Er sagt, die Beute steht den armen Auswanderern zu und also die, welche, die aus ihren Häusern, von ihrem Hab und Gut vertrieben wurden, die sich, jetzt genauer, also erstmal, die aus ihren Häusern und Hab und Gut vertrieben wurden, aber welche, die sich Gottes holt und Wohlgefallen wünschen. Und sich für, also Wünsche können wir nicht sehen. Das heißt, Allah weiß, wer sich das wünscht von denen. Das heißt, man kann nicht verallgemeinern hier noch, dass die ganzen Auswanderer so waren, dass sie Gottes Huld und Wohlgefallen wünschen und sich für Gott, hier noch, das sind Bedingungen, worauf ein Mitglied der Ahl-Sunnah al-Jama'ah nicht aufpasst. Über diese Einzelheiten der Verse im Koran, ne, oder diesem Vers, das sind Bedingungen. Das heißt, wer ist damit gemeint von den Auswanderern? Das sind welche, die erstmal die allgemein, die aus ihren Häusern gut vertrieben wurden. Das einmal. Aber welche unter denen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hier, die sich Gottes holen und Wohlgefallen wünschen. Wie sollen wir wissen jetzt, wer von denen hat sich das gewünscht? Gottes Huld. Oder ist er mitgefahren oder mitgegangen, weil, oder rausgetrieben worden? Und dann hat er gemerkt, dass ich ja jetzt die Beute bekomme. Was geht das hier um die Beute? Was sie uns nicht erzählen. Sie schneiden, sie lassen die Beute weg. Ein Wort. Ne? Die Beute steht den Armen. Aber was erzählen sie uns? Die Armen. Auswanderer. للفقراء المهاجرين. Die sagen nicht, die Beute steht den armen Auswanderern. Ne? Zu,
die aus ihren Häusern und ihrem Hab und Gut vertrieben wurden, die sich Gottes Huld und Wohlgefallen wünschen und sich für Gott und seinen Gesandten, guck mal, für Gott und seinen Gesandten einsetzen.